heute sind wir mal unterwegs auf dem Oxbow-Parcours und heute mal unterwegs mit unseren koreanischen Reiterbögen. Hier seht ihr den Freddy Archery Nomad KTB. Den habe ich ein bisschen modifiziert und einen Köcher dran gemacht. Und mit dem Bogen schieße ich heute. Das ist jetzt ein Original Kayagung KTB mit 75 Pfund und einer Bogenlänge von 52 Zoll. Ich habe den Griff gewickelt mit Leder und beidseitig mit rot gefärbtem Stachelrochenleder, weil ich schieße diesen Bogen mit Daumen, also rechts raus und manchmal auch ganz normal links raus. Dann habe ich heute mit dabei mein Hüftköcher. Den haben mir die freundlichen Kollegen von Bogensport Schupp gemacht und die werde ich noch im Video verlinken. Jo! Also, dann bis gleich! So, und hier sind wir jetzt angekommen, erstmal beim Einschießen. Alles easy peasy aufgebaut. Ich zoome mal vor euch ran. Und ja, für Warm-up-Schüsse echt ideal gemacht. Ja, wir schießen jetzt ein bisschen und zwar, es ist ja doch recht kalt heute. Und dann geht's los. Ja, auf jeden Fall macht es schon mal Bock, mit dem Bogen hier zu schießen. Den habe ich mir organisiert bei Combat Archery Switzerland bei Martin Spörri. Und wenn ihr auch Interesse habt an so einem Kaya KTB Kayagung, dann kontaktiert mal den lieben Martin. Ich werde ihn auch mal hier in die Videobeschreibung verlinken. Jo, weiter geht's. So, jetzt sind wir mittlerweile beim nächsten Ziel angekommen. Ich zoome mal hier rein. Also hier haben wir den Bär. Und ja, schönes, hügeliges Gelände. Und vor allem, was richtig geil ist, heute hat man auch echt seine Ruhe. Das ist schon mal echt viel wert. Naja, jetzt mal sehen. Schießen wir mal mit den Reiterbögen auf den Bär. Richtig schön rein. Oh, auch gut. Wow, top. So, dann gehen wir mal wieder zum nächsten Ziel und ich hoffe, ihr seht, hier haben wir auch echt viel verwilderte Flächen. Ich finde, das passt auch echt zu dem Charme vom Oxbow-Parcours. Und was ich auch unbedingt loswerden muss, ist, also die Anreise hierher lohnt sich auf jeden Fall. Und das richtig Geile am Oxbow-Parcours ist, dass die tatsächlich alle zwei Wochen die Tierchen und sonstigen
Ziele komplett umstellen, sodass da halt keine Routine reinkommt. Und ich finde, das ist geil, vor allem wenn man Compound-Bogenschütze ist. Und natürlich auch klar, wenn man Threadbows schießt, hat man halt immer wieder einen neuen Trainingsreiz. Ja, und ihr seht hier auch jetzt die verschiedenen Pfosten. Es gibt weiße, blaue, rote und gelbe. Da seht ihr noch rot und gelb. Und die weißen sind meistens für Compound-Schützen oder Threadbow-Schützen, die psychopathisch genug sind, auf diese Entfernungen zu schießen. Ja, jetzt schauen wir mal. Gehen wir mal weiter. Ich werde natürlich jetzt nicht mit meinem Reiterbogen vom weißen Pfosten aus schießen. Aber ja, ich denke mal, blau oder rot ist auf jeden Fall drin. Jo, dann bis gleich und beim nächsten Ziel dann. Ja, wir sind jetzt wieder unterwegs, schon zum nächsten Ziel. Aber was ich euch auch zeigen muss, hier auf jeden Fall, das müsst ihr euch reinziehen auf diesem Parcours, ist die Übersicht von Feld und Flur ist einfach nur brutal. Die Sonne blendet auch jetzt echt heftig. Ich hoffe, ihr erkennt auch irgendwas, wenn ich jetzt schön umswitche. Und ja, danach würde ich wieder zum nächsten Ziel gehen. So, jetzt zieht euch mal das hier rein. Und vor allem noch geiler ist, schaut mal da drüben, die Aufstellung der Bisons sind von hier circa 70 Meter, aber geschossen werden die von da drüben. Und dort, wie gesagt, dort drüben treffen sich dann die ganzen Compound-Schützen. Und Threadbows befinden sich etwa in der Richtung. Aber unabhängig davon, schaut euch mal echt diese Landschaft an. Vor allem die Hügel hier. Jo, also ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Ziel. Und gucken wir mal, ob wir irgendwas treffen. Ich bin hier an dem Stand, wo die Bisons sind. Und ich bin jetzt mal so lebensmüde und schieße vom weißen Flock aus. Also sagen wir mal, wo die Compound-Schützen meistens stehen. Ich weiß nicht, ob ich was treffe, ja? Musst du etwas drüber halten? Mit einem Reiterbogen ist es schon echt, ist schon eine Herausforderung, aber geil. Jetzt ist. So, jetzt gehen wir mal zu den Bison und holen unsere Spreißel raus. ja. Wie gesagt, jetzt war das ist jetzt auch für mich das erste Mal gewesen, hier mit einem 75 Pfünder koreanischen Reiterbogen zu schießen auf diese Entfernung. Jetzt mal sehen, ich gebe mal ein bisschen Gas. So, jetzt sind wir gleich da. Also checken wir es mal ab. Okay, also auf jeden Fall daneben geschossen habe ich auch. Zieht euch mal das rein. Also, hier einmal daneben geschossen. Einmal, ja, kann man springen lassen, würde ich sagen. Kann man auch springen lassen. Und der Pfeil von Frauchen hat auch getroffen.
Ja, man kann es natürlich besser machen, gell? Aber zieht es euch rein, von dort hinten, wo der weiße Pfosten ist, das ist schon eine Entfernung. Ja. Was kann ich jetzt schon zu den Reiterbögen sagen oder beziehungsweise allgemein zu koreanischen Reiterbögen? Man kann auf jeden Fall mit denen auch auf dem Parcours Spaß haben und auch auf jeden Fall auf weitere Distanzen. Ja, sie sind ja gemacht für 140, 150 Meter und manche schießen auch locker 400 Meter weit. Aber darum geht es überhaupt nicht. Primär geht es ja um den Spaß. Und wenn man verrückt genug ist, sich darauf einzulassen, ja, warum nicht? Dann kann man auch mit einem koreanischen Reiterbogen seinen Spaß haben auf einem Bogenparcours, gell? Und man muss nicht immer nur Pappscheiben damit schießen. Wobei ich da auch sagen würde, wenn man Anfänger ist, erstmal tatsächlich auf Pappscheiben schießen, weil sonst, und das ist ein Nachteil vom Reiterbogen, allgemein würde ich jetzt sagen, wenn man da direkt als Anfänger auf dem Bogenparcours mitgeht, kann es schon sein, dass man enorm demoralisiert wird, weil man trifft halt null, gell? Das muss einem dann schon bewusst sein. Jo, dann ziehe ich mal meine Spreißel wieder aus dem Bison raus und dann geht's zum nächsten Ziel. Wow, richtig cool gemacht. Yes! Guter Schuss! So, dann kommen wir zum nächsten neu aufgebauten Ziel. Auch richtig geil gemacht. Also so eine, ja, ein Trickshot-Stance ist dabei. ein Kanu. Also man kann quasi aus dem Kanu rausschießen. Das muss natürlich angeschuckt werden, damit es noch schwieriger wird. Und ja, dann natürlich klar, der Klassiker auf riesen Hirsche wird geschossen. Ja, zieht es euch mal rein, ich switch mal wieder um. So, da seht ihr das, ich zoome mal rein. Also hier ist der neue Trickshot Stance. Da muss er durch diese Löcher durchschießen, auf den Kürbis treffen. Da drüben sind die Hirsche und hier ist quasi das Kanu, das man anschucken muss, um aus der Bewegung nachher auf die schönen Hirsche zu ballern. So, natürlich werde ich das auch versuchen und überall failen, aber ja, der Spaß ist auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, und ich sage halt einmal so, weißt du, hast dich halt einmal blamiert, dann lebt sich's auch ungeniert und deswegen gebe ich mir jetzt das.
Knapp, knapp. Ja, ich würde sagen, kommen wir mal so zum Fazit oder ja zum Ende vom zumindest Bogen-Review. Also wie gesagt, heute auf dem Oxbow-Parcours unterwegs mit dem Kayagun KDB, koreanischer Reiterbogen mit 52 Zoll Bogenlänge und 75 Pfund Zuggewicht bei 31 Zoll Auszug. Was kann ich jetzt sagen zum Bogen? Also quick and dirty, er ist geil. Also es ist echt ein richtig geiles Werkzeug und beziehungsweise, ich sag auch ehrlich, ein Funbow. Und also wer sagen wir mal open-minded unterwegs ist und auch gerne mal was Neues ausprobiert in Sachen Bogensport oder Bogenschießen als Hobby, dem kann ich echt empfehlen, kauft euch oder probiert zumindest mal, euch mal einen koreanischen Reiterbogen zuzulegen. Letzten Endes, die Marken sind fast schon scheißegal, ob ihr jetzt einen Bogen von Freddy Archery euch zulegt, von White Feather, Daylight Archery oder jetzt hier in meinem Fall ein Kaya. Ist eigentlich schon fast egal. Letzten Endes, es kommt nur auf die Details an. Zum Beispiel der hier ist, wie ich vorher gesagt habe, mit Leder bezogen und das Leder ist auch punziert. Sind halt Kontrastwicklungen an den Fadeouts und vorne an den Sias dran. Und eigentlich unterscheiden die sich da nicht so wirklich. Von der Verarbeitungsqualität muss ich aber sagen, ich hab mehrere Reiterbögen beziehungsweise koreanische Bögen, aber der hier ist schon echt mein absoluter Liebling geworden. Und ja, man merkt es, vielleicht seht ihr es ja hier, der Wurfarm hier ist breiter als hier und hier quasi an seiner Sia ist er am schmalsten. Und auch ich kann das jetzt bestätigen, die Performance oder die Art und Weise, wie der Bogen wirft, ist echt ein Hammer, ja, ist ehrlich ein Hammer. Und ich persönlich, ich mag die Reiterbögen sowieso, weil ich habe immer die Möglichkeit, und ihr seht es auch jetzt, ich habe jetzt hier einen normalen Bogenhandschuh an, weil ich kann mit dem Bogen entweder Daumen schießen, das habt ihr ja vorher schon gesehen, oder jetzt schieße ich einfach drei unter, ganz easy. Und auch das geht, ja. Während ich halt mit einem Bogen, der ein ausgeschnittenes Bogenfenster hat, da bin ich halt begrenzt in der Variabilität, wie ich den Bogen halt schieße. Aber wie gesagt, für mich ist das ein Fun-Tool oder sind das Fun-Tools, die aber echt ernst zu nehmen sind. Und wie gesagt, ich hoffe, man konnte das an meinen dilettantischen Videos irgendwie sehen. Die Performance von den Dinger ist tatsächlich brutal, ehrlich, ich muss es so sagen. Und man muss sich halt darauf einlassen, dass man kein Bogenfenster hat. Aber auch das kann ich euch garantieren, nach dem vierten, fünften Schuss habt ihr euch daran gewöhnt, dass ihr das automatisch schon ausgleicht. Also ja, und mehr gibt es zu den einfachen Bögen nicht wirklich zu sagen. Denn wie der Name schon sagt, sie sind einfach aufgebaut. Was ich noch sagen kann, das Riser-Material ist Ahorn. Wurfarm-Material ist Ahorn, Carbon, Bakelit und dann am Ende quasi am Backing hier ist auch nochmal eine Lage Carbon drauf. Die hier jetzt in meinem Fall, ich weiß nicht, ob man es sieht, schwarz-metallic lackiert worden ist.
Und ja, ich muss sagen, es sieht einfach geil aus. Also wie gesagt, ja, das Backing hier vorne, wie gesagt, ist mit Leder bezogen. Und ja, Facings schön lackiert, wie sich's gehört. Muss aber auch nicht sein. Und funktioniert einfach. Und vor allem, ja, was ich euch auch definitiv sagen kann, ihr könnt diese Bögen misshandeln bis zum geht nicht mehr. Also die sind, also zumindest meiner, der ist echt stabil. Also ich kann ihn nicht umwickeln und umbiegen. Und auch hier, da geht fast gar nichts, ja. Und ich finde, das ist auch richtig geil, weil da könnt ihr nämlich beim Aufspannen und Abspannen von dem Bogen auch nichts falsch machen, ja. Also keinen Limb Twist und so weiter und so fort. Ja, und ansonsten gibt es dazu nicht wirklich viel zu sagen. Für mich absolute Kaufempfehlung. Ich verlinke euch mal den Link, wo ich den Bogen hier gefunden habe. Und zum Oxbow Parkour kann ich auch sagen, absolute Empfehlung. Also ich bin jetzt bestimmt schon das fünfte Mal hier mit zig Bögen schon hier geschossen. Und also wer hinkommen kann oder in der Nähe wohnt oder sich auch mal eine Wochenendereise gönnen will hierher, also es lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, man sieht ja auch noch die Ruinen vom Limes. Das ist auch brutal. Und ist ja hier auch Weltkulturerbe, gell? Muss man auch mal so sagen. Und ja, ansonsten, ich hoffe, euch hat die Review gefallen und die Vorstellung. Im Anhang gibt es jetzt noch ein paar Bilder und oder vielleicht noch die ein oder anderen Clips. Und das war's. Ihr könnt ja noch, wenn ihr möchtet, in die Kommentare hinterlassen, ob ihr mehr Bogen-Reviews sehen wollt, Parkour-Reviews oder Equipment und Goodies, ja. Schreibt's einfach rein. Also, ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Haut rein.